Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam DX. Wir befinden uns, wie ihr sehen könnt, auf dem Pokémon-Platz und mal schauen, was passiert ist, denn irgendwas Wichtiges scheint passiert zu sein. Gut, schauen wir mal. Sieh es dir am besten selbst an. Oh, da ist das Team, das Groudon besiegen sollte. Besiegt worden. Oh nein, das sind Turtok und die anderen. Tangolist, was ist denn hier los? Sie wurden vernichtend geschlagen. Im unterirdischen Dungeon. Ist das dein Ernst? Dieser Ort. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es dort zugeht. Wir sind noch nicht mal bis zu Groudon vorgedrungen. Nichts und niemand kriegt mich zurück an diesen fürchterlichen Ort. Dieser Ort tief unter der Erde. Anscheinend hat er unsere Vorstellung bei weitem übertroffen. Oh. Diese Narren. Das kommt eben davon, wenn man das Unmögliche versucht. Kengar, warum hältst du nicht einfach mal den Rand? Es geht hier um Simsalas Team, wir müssen es retten. Denken ist nicht gerade eine Stärke, oder? Sogar die anderen dort sehen cleverer aus als ihr. Wer hätte das gedacht? Sogar Turtok wurde besiegt. Das muss ein ganz schrecklicher Ort sein. Wer würde schon freiwillig in einen so gefährlichen Dungeon gehen? Ich auf keinen Fall, ich kann da nicht hin. Ich fange zu leicht Feuer. Ihr alle da unten fangt zu leicht Feuer. Wir gehen Erdbeben gegen den Strich. Das ist wie mit offenen Augen ins Verderben zu rennen. Leute, seht ihr, endlich kapieren die Pfeifen, dass sie hier nichts ausrichten können. Ich würde mir ja doch nur meine Blätterfächer verbrennen. Selbst Tangolist bekommt weiche Knie. Seht's doch endlich ein. Sein Bestes zu geben reicht halt nicht. Das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Hört auf euren Verstand und lasst das mit den abenteuerlichen Reisen lieber sein. Eigentum stinkt zwar, aber das waren wirklich weise Worte von mir. Oh. Miri, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Was sollen wir nur tun? Auch wenn es heißt, dass wir keine Chance hätten, sollen wir trotzdem versuchen, Simsala zu retten? Ja, du hast wahrscheinlich recht. In Ordnung. Hört mal alle zu. Wir gehen. Wir werden Simsalas Team retten. Was? Was war das? Hä? Hey, wer sind die überhaupt? Ich kenne die nicht mal. Das ist Team Bamiri. Hier in der Gegend sind sie ziemlich bekannt. Team Bamiri? Die, von denen wir dachten, sie hätten mit der Legende von Volona zu tun? Davon habe ich auch gehört. Waren sie nicht bis vor kurzem noch auf der Flucht? Haben die denn überhaupt eine Chance? Sonderlich stark sehen sie nicht aus. Zugegeben, vielleicht sind wir damit in der Tat tatsächlich etwas überfordert. Aber wir sind und bleiben ein Retterteam. Wir wollen den Pokémon helfen, die Opfer der Naturkatastrophen geworden sind. Genau aus diesem Grund haben wir ein Retterteam gegründet. Und deshalb will ich Simsalas Team um jeden Preis retten. Egal was auch passiert, wir geben niemals auf. Dieser unverwüstliche Kampfgeist ist der ganze Stolz von Team Bamiri. Meine Güte, bei euch herrscht ja wirklich Durchzug im Oberstübchen, wie? Schneidet euch doch eine Scheibe von den anderen ab und haltet den Ball flach. Nein, Baloo hat recht. Hä? Ganz genau, meine Angst hat mir irgendwie den Blick für die Realität verstellt. Was? Wir haben vergessen, worauf es ankommt. Schließlich sind wir doch ein Retterteam. Und wir dürfen ruhig stolz sein. Stolz darauf, dass wir Retter sind. Boah, ich glaube echt, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Warum hört ihr auf, diese Witzfiguren? Ihr stürzt euch doch bloß ins Verderben. Findest du? Wir sind doch erst einmal gescheitert. Turtok. Jetzt ist sowieso nicht die richtige Zeit, um auf der faulen Haut zu liegen. Ja. Genau, Schluss mit diesem Selbstmitleid. Geben wir jetzt auf, war alles umsonst. Nicht mit mir. Octillery und auch Geowatz. Das klang aber eben noch ganz anders. Stimmt, genau. Es muss irgendeinen Ausweg geben. Solange wir alle zusammenarbeiten, finden wir bestimmt einen Weg. Ziehen alle Retterteams an einem Strang, meistern wir den Dungeon bestimmt. Yippie! Sag mal, tickt ihr noch ganz sauber? Oder habt ihr jetzt etwa völlig den Verstand verloren? Jammert mir nachher ja nicht die Ohren voll, ich hätte euch nicht gewarnt. Viel Spaß im Land der Schmerzen wünsche ich euch, Pfeifen. Danke, Baloo. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. Und zwar unseren Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt. Lasst uns kräftig in die Hände spucken. Zeigen wir ihnen, dass wir Retterteams, was für Retterteams wirklich drauf haben. Yay. Okay.
Durch das Wortgefecht mit Gengar haben wir leider einiges an Zeit eingebüßt. Doch jetzt hindert uns nichts mehr daran, den unterirdischen Dungeon anzusteuern. Ich weiß, wir brechen erst morgen auf, aber ich kann es kaum noch erwarten. Nutzen wir also die verbleibende Zeit heute dazu, um uns gut vorzubereiten. Sag mir Bescheid, wenn wir aufbrechen können. Noch nicht, noch nicht. Ich muss mich erst vorbereiten. Wir müssen erst Zeug kaufen. Ja, die tolle Ansprache von Baloo. Baloo will, dass wir uns alle umbringen. Oh, so viel Platz im Inventar. Guck mal, 40. Oh, oh. Ich glaube, ich muss erstmal. Ah, nee, das reicht sogar. Muss ich doch nicht Geld abheben gehen. So, sehr schön. Wie gesagt, der K.O.-Orb ist für Monsterräume. Zinnelbeeren hat er ja keinen, oder? Nee, hat er nicht. Na gut, dann nicht. Wer braucht schon Zinnelbeeren? Leute. Ich möchte erst noch trainieren gehen. Hallo. Was haben wir denn noch alles? Oh, ganz schön viele S-Tickets. Ja, stimmt, die habe ich jetzt alle mit dem Rangaufstieg bekommen. Das machen wir doch direkt erstmal. Ein paar Level mehr können nicht schaden und wenn die einem geschenkt werden, nehme ich sie doch gerne mit. Ey, fies von dir. Oh, dieses Intensivtraining. Und dann kommen die Viecher und haben die längsten Attackenanimationen, die es jemals gab. Schlimm. Und weg damit. Kommt direkt das nächste. So, jetzt kann ich hier Massenabfertigung machen. Sehr schön. Komm her. Ich habe nicht unendlich viel Zeit. Oh, jetzt bin ich daneben gelaufen. Mist. Warum geht jetzt automatisch das Laufen nicht mehr? Fies. Ja, diese Winkattacken sind ja ein bisschen ungeschickt, weil die meisten Pokémon ja eh mit einem Schlag besiegt werden. Ha. Oh, da ist sogar nichts. Okay, ich glaube, mehr kriege ich nicht. Nee, das hat jetzt zu lange gedauert. Ah! Sogar noch eins besiegt bekommen. Sehr schön. Gab das ein Level-Up? Ja, sehr gut. Level, sogar zwei Level hoch. Yes! Sehr cool. Ich meine, ich könnte jetzt noch ein paar Rettungsaufträge machen und damit die Level bekommen, aber... Nein, bitte nicht. Nein, das war verklickt. Aber ich glaube, so ist es schneller. Weil ich bekomme jetzt eh in nächster Zeit kein Retterteam-Update mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr vor dem Graudon. Also machen wir jetzt mit jedem einmal das Intensivtraining und dann reicht das hoffentlich. Hey, fies. Ich bin der, der angreift. Attacke. Da komme ich nicht ran. Aber hier komme ich ran. Freundchen. Komm her. Oh nein, warum bin ich gelaufen? Ich wollte nicht laufen. Ich wollte angreifen, fies. Attacke. Der andere Dungeon von Miri war irgendwie besser. Der hier ist blöd aufgebaut. Man kann immer irgendwie Pech und Glück haben mit den Dungeons, habe ich das Gefühl, wie die aufgebaut sind. Wo sind die ganzen Pokémon hin zum Besiegen? Komm her. Ja, Elektro hatte ich vor einzusetzen. Definitiv. Ich als Wasser-Pokémon setze besonders oft Elektro-Attacken ein. Das wird nichts mehr. Oh, das wird noch was! Yes! In letzter Sekunde noch ein Pokémon erwischt. So muss das sein. Auch zwei Level hoch? Sehr gut. Knirscher! Ja, bist aber besser. Das ist doch schön. Oh ja, das ist natürlich viel besser. Krass. So. Gut. Ich denke, das reicht. Erstmal. Ich hoffe mal. Ich meine, wir haben noch Tickets, aber ich will halt auch nicht zu überlevelt sein. Wisst ihr, was ich meine? Das Spiel soll ja immer noch ein bisschen schwierig sein. Ist ja immer noch Mystery Dungeon. Jetzt hör doch auf, rumzuheulen, Leute. So. Zeig mir, was du noch an TMs hast. Vielleicht ist ja was Cooles dabei. Oh, ich habe zwar kein Geld, aber
Boah, Erdbeben. Erdbeben wäre natürlich schon krass, ne? Wir kaufen jetzt erst... Habe ich überhaupt genug Geld, um Erdbeben zu kaufen? Nein, nicht einzahlen. Oh, Mann. Reicht das? Ich... Oh, eine Sinnebeere. Ja, gratis Sinnebeere. Die war sogar sinnvoll. Die habe ich ja gesucht. Sehr schön. Erdbeben kann aber keiner lernen. Fies, aber Durchbruch. Durchbruch kann Baloi lernen. Oder Stein. Ich denke, Durchbruch wäre gar nicht schlecht. Aber Baloi ist eigentlich eher speziell. Oh. Nee, dann nicht. Ich dachte, Erdbeben hätte geglitzert, aber wer hätte auch Erdbeben lernen sollen? Ich glaube, weder Flemly noch Baloui können das. Würde auch nicht so Sinn machen. Na gut. Leider greift ja Baloui, soweit ich weiß, eher speziell an, oder? Naja. So, hi. Hey Miri, bist du soweit? Ich wollte ja drücken. Fies. Ja. Wunderbar, dann wären wir startbereit. Wir sollten uns heute Nacht richtig ausschlafen. Morgen brechen wir dann mit frischen Kräften auf. Hört sich gut an. Oh, habe ich wieder einen Traum, bevor es losgeht? Ich habe wieder diesen Traum. Gardevoir, morgen ist es soweit, nicht wahr? Morgen brichst du in den unterirdischen Dungeon auf. Ja, alle sagen, dass dieser Dungeon ein ganz schrecklicher Ort sei. Ich frage mich, ob wir das schaffen. Es wird alles gut. Ich bin mir sicher, dass du erfolgreich sein wirst, Miri. Du hast meine volle Unterstützung. Vertraue einfach auf deine Stärken. Das werde ich, danke. Ich fühle mich schon etwas mutiger und traue mich jetzt in diesen Dungeon. Übrigens, darf ich dich etwas fragen, Gardevoir? Wie ist es unter der Erde? Und wie ist Graudern so? Tut mir leid, das weiß ich leider nicht. Hm, verstehe. Ich hatte irgendwie gehofft, du wüsstest vielleicht mehr, so wie du geredet hast. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir sehr leid. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Vielen Dank, dass du versuchst, mich aufzuheitern. Allerdings, es gibt auch doch eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja? Deine Aufgabe hier, sie neigt sich hier am Ende zu. Meine Aufgabe hier endet bald? Du wurdest zu einem Pokémon, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Sie hat dich hierher geführt. Und genau diese Aufgabe steuert nun ihrem Ende entgegen. Gardevoir, bitte verrate es mir. Was genau ist denn meine Aufgabe? Warum wurde ich zu einem Pokémon? Alles zu seiner Zeit. Ich denke, ich kann es dir verraten, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Auf Wiedersehen. Das war ja hilfreich. Vielen Dank. Am nächsten Morgen. Heute ohne Erdbeben. Na, geht doch. Man braucht ja nicht immer mit Erdbeben aufwachen. Hallo, Baloui. Morgen, Miri, hast du gut geschlafen? Okay, strengen wir uns an und retten Simsala. Gardevoir hat etwas zu mir gesagt. Sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meint sie damit etwa das anstehende Abenteuer im unterirdischen Dungeon? Wird sie mich in alles einweihen, wenn wir Simsalas Team gerettet haben? Hey! Sag mal, willst du hier etwa Wurzeln schlagen? Komm, gehen wir. Kann ich noch Sachen kaufen? Kann ich tatsächlich. Ich dachte, gestern war der letzte Tag zum Vorbereiten. Oh, jetzt gibt es hier noch Zeug, das ich gern haben möchte. Na toll. Shoppen. Ich möchte gut vorbereitet sein, ja? So. Und ein Apfel. Oh ja. Oh, Äpfel brauche ich natürlich auch. Das, stimmt. Der Dungeon wird sicher lang. So. Äpfel kosten ja nichts. Wir müssen aber gleich noch Zeug lagern. So viel will ich dann doch nicht mitschleppen. Und noch der hier. Vielleicht hat er jetzt irgendwie Flammenwurf oder sowas im Angebot. Komm schon. Ah. Toll. Du bist ja hilfreich. So, Snobilikat. Nimm bitte wieder alles Geld zurück.
Es ist ein bisschen weniger als davor, aber passt schon. Und jetzt noch bei Kangama Zeug abgeben. Ich würde sagen, es macht mehr Sinn, wenn ich statt den vielen kleinen Äpfeln ein paar größere dafür mitnehme. Dann habe ich auch mehr Platz im Inventar. So viele Belebersamen brauche ich, glaube ich, auch nicht. Und ich würde auch also zwei K.O.-Orbs will ich auf jeden Fall mitnehmen, weil es ja manchmal fehlschlagen kann. Deswegen ist so, glaube ich, besser. Und ich würde gerne einen großen Apfel mitnehmen. Oh, ich habe auch nur einen großen Apfel, alles klar. Gut. Nein, ich wollte... Na gut. Dann verkaufen wir noch schnell das Goldband, wenn ich das jetzt schon mal genommen habe. Boah, das... Hui, das gibt aber viel Geld. Okay. Snobilikat, wir haben noch mehr Geld für dich. Pass bitte darauf auf. Bitteschön. Ich glaube, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Ich hoffe es. Leute, ich würde aber sagen, wir machen uns in der nächsten Folge erst auf in den Dungeon. In den Dungeon. Was habe ich gesagt? Naja. Bis dahin. Macht es gut und seid gespannt. Tschüss.